Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über die Neuerscheinungen im Monat Juni sprechen. Für mich erscheinen im Monat Juni so viele interessante Bücher wie in keinem Monat zuvor, also jetzt in 2023. Vielleicht liegt es auch einfach dran, dass ich im Juni Geburtstag habe und super viele Bücher auf meine Wunschliste und Geburtstagsliste gesetzt habe. Aber vielleicht liegt es auch einfach dran, dass die Verlage einfach jetzt Bücher rausbringen, die mir richtig gut gefallen. Und das startet auch direkt am 1.6., nämlich mit dem ersten Buch. Ich habe es mir wie immer gescreenshottet. Das wäre nämlich Paybacks a Witch von Lana Harper. Das Buch habe ich auf die Wunschliste gesetzt, seit es released wurde. Ganz einfache Gründe. Es ist lila, es ist schwarz, es geht um Hexen. Drei Argumente, die für einen Kauf sprechen. Aber warum geht es? Emmy Harlow liebt ihr Leben in Chicago. Als sie jedoch als Schiedsrichterin für einen traditionellen Wettkampf zwischen den ältesten Hexenfamilien in ihrer Heimatstadt Thistle Grove ausgewählt wird, muss sie der Familienpflicht nachkommen und in die magische Kleinstadt zurückkehren, die sie aus guten Gründen hinter sich gelassen hat. Diese Gründe bestehen größtenteils aus ihrer komplizierten Großfamilie und ein klein wenig aus Gareth Blackmore, dem gut aussehenden Erben einer mächtigen Hexenfamilie, der Emmy vor Jahren das Herz gebrochen hat. Als Emmy erfährt, dass Gareth in ihrer Abwesenheit auch ihre beste Freundin Lyndon und die undurchschaubare Talia belogen und sitzen gelassen hat, schmieden die drei jungen Frauen einen Plan, um sich an Gareth zu rächen und den magischen Wettkampf zu gewinnen. Klingt auf jeden Fall super witzig. Dann erscheint am 1.6. ebenfalls der zweite Band der Beautiful Secrets-Reihe von Mia Moreno, der da heißt Wenn ich dich spüre. Auch wieder ein Cover, das an Band 1 angelehnt ist. Also es war für mich tatsächlich von Anfang an sehr verwirrend, welches jetzt welches ist, weil das andere auch in dem Farbschema liegt und auch die gleichen oder ähnlichen Ornamente besitzt. Aber diesmal geht es um eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Und zwar heißt es im Klappentext: Was soll hier vertuscht werden? Die begabte Hackerin Maxi heuert als IT-Assistentin in der noblen Privatklinik Villa Berlin an, um herauszufinden, was es mit deren Charity-Projekt wirklich auf sich hat. Schon bald stößt sie auf eine heiße Spur. Dumm nur, dass sie bei ihrer Suche nach der Wahrheit immer wieder von dem unerträglich attraktiven Schauspieler Nick gestört wird. Maxi will nichts mit dem oberflächlichen Jungster zu tun haben, der sich für eine Reality-Show in der Klinik behandeln lässt. Nick hingegen findet schnell Gefallen an Maxi und schon bald fliegen zwischen den beiden die Fetzen und die Funken. Am 1.6. kommen einige Bücher raus, genau wie das nächste. Das da wäre Blood Rush, Kuss der Unsterblichkeit, eine Vampirgeschichte. Und schaut euch mal das Cover an. Ich glaube, diese Frau ist auf sehr, sehr vielen Fantasy-Covern abgedruckt, nur in anderen Farben. Also diese Rückansicht kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Wenn ihr wisst, wo diese Frau noch drauf ist, dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare packen. Ich habe auch überlegt, ob ich mal ein Video mache mit identischen Covern. Aber da muss ich noch ein bisschen für recherchieren. So, aber um was geht es hier? Es ist eine Vampirgeschichte und im Klappentext heißt es wie folgt. Nach dem rätselhaften Tod ihrer Eltern flüchtet Grace in eine neue Stadt. Bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fechten, begegnet sie dem selbstverliebten Will, der ihr Blut auf mehr als eine Art zum Kochen bringt. Als sie sein Geheimnis aufdeckt, ändert sich jedoch alles, denn Will ist ein Vampir. Grace stolpert mitten hinein in eine gefährliche Welt voll Intrigen, Machtspiele und steht plötzlich vor der Wahl zwischen dem Tod und dem ewigen Leben als Vampir. Doch dafür muss sie erst den Hohen Rat überzeugen, sie in ihre Reihen aufzunehmen. Und noch ein weiteres Buch wird am 1.6. released und es handelt sich hierbei um den zweiten Band der Hexenzirkel ihrer Majestät-Reihe. Ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber der erste Band hieß auch schon so. Die falsche Schwester ist der Untertitel und ja, es ist irgendwie so komplett anders als Band 1 optisch, aber auch irgendwie gleich. Also das Design des Covers ist komplett identisch, aber das erste ist so schlicht dunkelblau und das hier ist halt einfach so knallpink. Ich weiß noch nicht, ob mir das im Bücherregal so nebeneinander gefällt, aber ich krieg's auf jeden Fall zugeschickt und bin schon gespannt, weil mich Band 1 total überrascht hat. Es hat nämlich eine komplett andere Richtung eingenommen, wie ich es erwartet habe, und es hat ein komplett anderes Thema
unterschwellig noch mit drin gehabt, dass ich so nicht habe kommen sehen. Dementsprechend bin ich gespannt auf Band 2. Nach den erschütternden Ereignissen rund um Helena, die Hohepriesterin des Hexenzirkels ihrer Majestät, steht für die Hexen Niam, Leonie und El alles auf dem Spiel. Während Niam zur neuen Hohepriesterin aufsteigt, begibt Leonie sich auf die lebensgefährliche Suche nach dem Verräter Hale, der einst den Bürgerkrieg unter den Hexen angezettelt hat. Für El bricht eine Welt zusammen, als sie herausfindet, dass ihr Mann sie seit Jahren betrügt. Doch weder El noch Leonie ahnen, dass mit Niam etwas ganz und gar nicht stimmt. Und dann ist da noch die Prophezeiung der Orakel, die besagt, dass das magische Kind Theo das Ende der Welt einläuten wird. Und das letzte Buch, das ebenfalls am 1.6. erscheint, ist When the Stars Align von Lydia Schmölzel. Da finde ich das Cover richtig, richtig schön, weil es einerseits sehr schlicht ist von der Farbgebung her, aber auch durch diese minimalistischen Zeichnungen total was hermacht. Ich finde es auch total schön, wie der Titel, also Stars, Sterne, der auch später im Klappentext erwähnt wird, diese Bedeutung der Sterne, dass das sich auch in der Optik des Buches oder des Covers widerspiegelt, allein in der Farbgebung mit Blau und Gelb und eben den funkelnden Sternen, die noch mit auf dem Cover sind. Doch um was geht es? Lola verlässt ihre Wohnung fast nie. Das hat sie sich so nicht ausgesucht. Aber sie hat sich damit arrangiert. Sie versinkt lieber in fantastischen Welten, als sich der Realität zu stellen. Doch diese bricht unvermittelt über sie herein, als ihre Ärztin ihr aufgrund ihrer Rückenschmerzen ausgerechnet Massagen verordnet. Ihr Physiotherapeut Felix ist ihr komplettes Gegenteil. Populär, cool, oberflächlich. Umso überraschter ist Lola, als Felix nicht nur in die Tiefe ihrer Verspannungen, sondern auch ihrer Seele vorzudringen scheint. Aber was hat es mit seinen Narben auf sich, die Felix unter großen Sternentattoos zu verstecken versucht? Und kann Lola ihm wirklich zeigen, was tief in ihr verborgen liegt? Steht ihr Schicksal in den Sternen oder ist dort nur schwarze Unendlichkeit? Kommen wir jetzt zu einer Reihe, auf die ich mich schon sehr freue, die ich auch schon vorbestellt habe. Und zwar bringt der KISS Verlag die deutsche Übersetzung von Raven Kennedys The Darkest Gold raus. Sie haben den Titel auch beibehalten, zumindest den allgemeinen Titel. Der Untertitel ist natürlich dann auf Deutsch. Der erste Band heißt Die Gefangene und der zweite Band heißt Die Verräterin. Insgesamt gibt es, glaube ich, oder wird es 5 Bände geben. Band 1 und 2 erscheinen auch am gleichen Tag. Das finde ich schon sehr witzig, nämlich am 13.06. Da hat Anke nämlich in der Programmvorschau schon gesagt, dass ja, der Cliffhanger zu Band 1 so hardcore ist, dass sie sich zu diesem Schritt entschieden haben, dass sie einfach Band 1 und 2 mindestens am gleichen Tag rausbringen. Kann man mal machen, finde ich gut. Ich hasse nämlich ewig auf Bücher zu warten, aber das ist ein allgemeines Problem von uns Buchmenschen. Ich werde euch jetzt aber nur den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Normalerweise mache ich ja hier in den Neuerscheinungsvideos, lese ich auch von Band 2, 3, 4, 5, 6 den Klappentext vor. Aber da beide Bücher am gleichen Tag erscheinen, denke ich, reicht es, wenn ich euch einen vorlese. Gold. Goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold. Selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln. Sag ich jetzt mal Gold. Alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure, aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen, bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird, bis ich die Monster kennenlerne, vor denen er mich schützen sollte. Einen Tag später, am 14.06. erscheint ein Buch, das, ich glaube, der zweite Band der Reihe ist. Und es ist mal wieder eine TikTok-Sensation. Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, aber muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich von Band 1 schon recht viel Gutes gehört habe. Jetzt nicht auf BookTok, sondern auf Bookstagram. Und zwar spreche ich von Unravel Me und da heißt, glaube ich, der erste Shatter Me. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck mal gerade, ob da irgendwas steht. Nee. Dieses Buch ist bereits unter dem Titel Rette mich vor dir erschienen. Also es wurde anscheinend schon mal aufgelegt und ist jetzt eine komplette Neuauflage. So. Aber um was geht es? Juliette ist die Flucht gelungen. Sie und Adam sind den Fängen des grausamen
Regime entkommen und haben Zuflucht gefunden im Omega Point, dem Stützpunkt der Rebellen. Hier gibt es andere wie sie mit übernatürlichen Kräften und zum ersten Mal fühlt Juliette sich nicht mehr als Ausgestoßene. Doch der Fluch ihrer tödlichen Berührung verfolgt sie auch hier, zumal Adam nicht länger völlig immun dagegen ist. Während ihre Liebe zueinander immer unmöglicher scheint, rückt der Krieg mit dem Restablishment unaufhaltsam näher und mit ihm das Wiedersehen mit dem dunklen und geheimnisvollen Warner, hinter dessen scheinbar gefühlloser Fassade sich so viel mehr verbirgt, als es den Anschein hat. Wie könnte es auch anders sein? Dann bringt der Heine Verlag im Juni, ich glaube am 21., auch noch ein Buch raus, das in die Kategorie gefällt mir, ist lila, ist schwarz, muss es haben, fällt. Und zwar ist das Hotel Magnifique, eine magische Reise. Da hat mich aber auch der Klappentext extrem angesprochen und ihr müsst euch mal das Cover angucken. Es wird einen wunderschönen Buchschnitt geben. Ich blende es euch natürlich mit dem Cover gleich mit ein und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Allein diese Faunfedern versprechen einiges. Ich finde Faunfedern einfach schön und sind für mich so ein Inbegriff von Magie. Ja, und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Früh zur Waise geworden, schuftet Gianni in einer Gerberei, um sich und ihre kleine Schwester Zosa durchzubringen und träumt davon, aus ihrem tristen Leben in der Hafenstadt Durk auszubrechen. Ihr Wunsch scheint sich zu erfüllen, als eines Tages das legendäre Hotel Magnifique durch Durk kommt. Dort gibt es nicht nur allerlei Fantastisches zu bestaunen, nein, das Hotel selbst reist nachts, wenn seine Gäste schlafen, an die spektakulärsten Orte. Kurzerhand heuern Gianni und Zosa dort als Dienstmädchen an. Doch irgendwas scheint mit dem Hotel nicht zu stimmen. Als Zosa eines Tages spurlos verschwindet, ist Gianni fest entschlossen, das Geheimnis des Hotels Magnifique zu ergründen, um ihre Schwester zu retten. Noch ahnt sie nicht, dass sie sich dabei in tödliche Gefahr begibt. Klingt super spannend. Da meine Schwester und ich ja gerade in London waren, hat mich das nächste Buch natürlich auch direkt angesprochen. Es ist Band 3 der Reihe und heißt Dancing on Sunshine, Love Songs in London, heißt die komplette Überschrift dieser Reihe. Und ja, ich habe mein Herz an London verloren und ich muss es einfach lesen. Es führt kein Weg dran vorbei. Scheint übrigens am 15.06. Maggie schreibt Liebesbriefe, um sich ihr Studium zu finanzieren. Allerdings an Menschen, die sie nie gesehen hat, im Namen anderer. Dabei glaubt sie seit dem Desaster mit Luke nicht mehr an die Liebe. Doch dann taucht Jaden auf, ein Kommilitone, der gar nicht begeistert ist, dass seine Freundin ihren bewegenden Antrag, mit ihr zusammenzuziehen, nicht selbst verfasst hat. Er fühlt sich von ihr hintergangen und will unbedingt wissen, wer wirklich hinter dem Brief steckt. Maggie taucht daraufhin unter. Aber Jaden lässt sich nicht so einfach abschütteln und ringt ihr ein Treffen ab. Während sie gemeinsam durch das sommerliche London streifen, knistert es gewaltig zwischen den beiden. Da taucht plötzlich Luke wieder auf. Wer hätte es gedacht? Das nächste Buch wirkt für mich auf den ersten Blick wie so eine klassische Sommerlektüre, die mir gefallen könnte. Liebe ist eine komplizierte Phase und da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf, weil allein der Klappentext schon super lustig klingt. Charlie, 29, liebt Zahlen, Formeln, Codes und ist ziemlich tough. Muss sie auch sein, um sich als Informatikerin an der Uni gegen die männliche Konkurrenz durchzusetzen. Dann verkündet ihre jüngere Schwester, dass sie verlobt ist und Charlies Welt steht Kopf. Heiraten mit Kniefall, Ring, Kitsch, das will sie auch, obwohl sie diese Klischees eigentlich hasst. Plötzlich stellt sie alles in Frage. Langzeitfreund David, den Traum von der Uni-Karriere und dann taucht auch noch Nate auf und bringt ihr System zum Absturz. Frech, intelligent und witzig, eine Rom-Com mit Suchtfaktor über eine junge Informatikerin und die Unberechenbarkeit der Liebe. Erinnert mich so ein bisschen an Ellie Hazelwood und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob das Buch mir dann auch gefallen wird. Ich habe ja jetzt im Mai Where Your Soul Belongs von Kit Auburn gelesen. Das ist der erste Band der St. Mellows Reihe, so. Und da erscheint jetzt der zweite Band und das ist für mich halt auch so ein richtiges Wohlfühlding. Kein literarisches Highlight, muss ich leider dazu sagen, aber es hat mich sehr, sehr emotional mitgenommen, sagen wir es mal so. Aber jetzt kommt eben Band 2. Vor 7 Jahren haben Riley und ihre jüngere Schwester Abigail in St. Mellows bei einem Bootsunfall ihre Eltern verloren. Seitdem kann sich Riley nicht mehr an die letzten Jahre erinnern. Als die beiden in den Heimatort zurückkehren, werden alte Wunden geöffnet. Doch da sind Menschen, die sie mit offenen Armen empfangen. Darunter der alleinerziehende Vater Devin, der Riley mit seinem Charme sofort in sämtliche Sommer-Events verwickelt.
Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr verspürt Riley im tiefsten Inneren eine Erinnerung aufflammen an eine Liebe, die lange verborgen lag. Der Goldmann Verlag bringt am 21.06. ebenfalls ein Buch heraus, das ich gesehen habe und sofort gesagt habe, das will ich lesen. Das sieht fröhlich aus, das sieht lustig aus, es könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Und zwar ist das Wedding Date von Julie Soto. Da geht es um Emma oder Emma Torres. Sie ist Hochzeitsplanerin, sie ist sogar eine großartige Hochzeitsplanerin. Ihre Mutter war schließlich 16 Mal verheiratet. Oh mein Gott. Und als ein glamouröser Instagram-Star sie engagiert, ist das Emmas Chance, endlich richtig durchzustarten. Einziges Problem, den Blumenschmuck soll Elliot Bloom gestalten. So will es die Braut. Elliot ist der Bad Boy Rockstar unter den Floristen und seine Kreationen sind wahre Kunstwerke. Außerdem ist er Emmas Ex, dessen Heiratsantrag sie vor 2 Jahren abgelehnt und dessen Herz sie gebrochen hat. Wie sollen die beiden die Hochzeit der Saison ausrichten, wenn sie sich weder ausstehen noch voneinander lassen können? Wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig und das steht ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Muss-ich-unbedingt-kaufen-Liste. Beim nächsten Titel musste ich allein schon bei dem Titel schmunzeln. Der heißt nämlich Sie haben die Liebe erreicht. Klingt wie so ein schlechtes Navigationssystem, aber ist auch optisch gesehen mal etwas komplett Neues. Ich finde, HarperCollins macht sowieso in letzter Zeit sehr, sehr andersartige Cover, genau wie Moon Notes, aber anders ist ja nicht gerade schlecht oder nicht gleich schlecht. Aber um was geht es? Wer sind Sie und wieso haben Sie das Telefon meines Freundes? Er hat es in meinem Auto vergessen. Sie sind sicher die Blonde im roten Kleid. Ich bin der Taxifahrer, der Sie beide vorhin am Hotel abgesetzt hat. Mit diesen Worten verändert sich das Leben der braunhaarigen und T-Shirt-tragenden Maya nachhaltig. Eigentlich wollte sie durch einen Überraschungsbesuch in San Francisco wieder frischen Wind in ihre eingefahrene Beziehung bringen. Doch es scheint, als hätte das Leben andere Pläne. Der Fahrer, Max, versucht sie aufzumuntern und schickt sie mit einem personalisierten Reiseplan ins Ungewisse. Die beiden scheinen sich näher zu kommen, doch ist Max wirklich, wer er zu sein vorgibt? Am 27.06. kommt das neue Buch von Pham Sharper auf den Markt. Ich mag ja ihren Schreibstil unheimlich gern und ihr neues Buch ist auch ein Reinauftakt und heißt Dreams of Gold. Made of One heißt die Serie, also Made of wahrscheinlich und eins ist, dass es Band 1 ist. Ich bin halt wieder so unglaublich intelligent. Es hat auch ein sehr, sehr schlichtes Cover, wie ich finde, aber ich finde es total passend, weil es irgendwie so niedlich ist, aber auch zeitweise dieses Gold mit aufgegriffen wurde. Aber ja, um was geht's? Julie hat ihren Vater, den Inhaber des altehrwürdigen Münchner Kaufhauses Kronberger, nie kennengelernt. Umso überraschter ist sie, als er plötzlich den Kontakt zu ihr sucht, obwohl er damit einen Skandal auslösen konnte. Ihre Herkunft würde Julie viele Türen öffnen, doch sie hat Angst davor, sich einer Familie zu stellen, die sie niemals wollte. Isaac, der Assistent ihres Vaters, steht ihr in dieser schweren Zeit zur Seite, aber sie kommt aus völlig unterschiedlichen Welten. Kann ihre Liebe jemals mehr als ein gut gehütetes Geheimnis sein? Ebenfalls am 27.06. erscheint endlich Band 2 der Gemeinschaftsreihe von Nicole Böhm und Annabel Steel. Da habe ich den ersten Let's Be Wild ja auch schon gelesen. War am Anfang da ein bisschen verwirrt, weil es einfach 4 Charaktere sind, aus deren Sicht die Geschichte geschrieben wird. Ich hatte es zuerst als Hörbuch angefangen und war dann total verwirrt, weil ich die Stimmen nicht auseinanderhalten konnte, bis ich dann mal kapiert hat, welche Stimme und welche Story zu welchem Charakter gehört. Dazu musste ich allerdings aufs Buch umsteigen, damit ich immer gesehen habe, von wem quasi das Kapitel ist. Im Hörbuch wurde das nämlich nicht gesagt. Jetzt kommt der zweite Band, der heißt Let's Be Bold und den hat Nicole geschrieben. Den ersten hat Annabel geschrieben und es geht natürlich wieder um diese 4 Personen. Shay, Tyler, Ariana und Evie erleben alle früher oder später den bitteren Moment, in dem die eigenen Träume auf die harte Realität treffen. Doch die besondere Freundschaft zwischen den Vieren hält sie aufrecht. Gemeinsam lernen sie voneinander, stärker, mutiger und freier durchs Leben zu gehen und der Welt zu zeigen, wer sie wirklich sind. Jetzt nicht besonders aufschlussreich, aber es ist wirklich ein wundervoller Reihenauftakt gewesen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Auf das nächste Buch freue ich mich, glaube ich, schon seit Band 1 damals released wurde. Und die Autorin ist auch eine meiner liebsten deutschen Autorinnen. Und zwar ist das Kerstin Gier. Ich habe sie auch schon persönlich treffen dürfen bei einer Lesung. Und diese Frau ist einfach unfassbar lustig und unterhaltsam. Und genau diesen
besonderen Humor spürst du auch in jedem ihrer Bücher, in jeder Zeile, ich sag's euch. Es ist zwar eigentlich eher so ein Jugendbuch, aber sie schafft es jedes Mal, mich wieder zu catchen. Und jetzt kommt eben Band 2 der Vergissmeinnicht-Reihe raus. Und es ist einfach wieder so ein wunderschönes Buch. Band 1 war ja schon ein optisches Highlight, aber Band 2 steht dem im Nichts nach. Ich bin super gespannt, weil die Geschichte mich echt damals gecatcht hat. Ich glaube, es hat jetzt 2 Jahre gedauert, wenn ich jetzt nicht lüge. Ich glaube aber fast 2 Jahre, bis jetzt Band 2 rauskommt. Und zwar heißt es im Klappentext: Mit Feen abzuhängen, durch Portale in eine Parallelwelt zu springen und Superkräfte zu besitzen. Daran hat Quinn sich mittlerweile gewöhnt. Blöd nur, dass ihn jedes Geheimnis, das er aufdeckt, vor neue Rätsel stellt. Ohne Mathilda und ihre ganz spezielle Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, wäre er völlig aufgeschmissen. Doch, dass er sie doch eigentlich vor den Gefahren des Saums beschützen wollte, hindert Mathilda nicht daran, sich kopfüber ins Abenteuer zu stürzen. Denn die beiden müssen dringend ein paar Fragen klären. Steckt eine Geheimgesellschaft hinter dem Tod von Quinns Vater? Wie bändigt man eine Sphinx und erst die intrigante neue Mitschülerin? Und kann man überhaupt verliebt sein, wenn man ständig in Lebensgefahr gerät? Fragen über Fragen. Kerstin wird sie uns beantworten. Alle Fans von Laura Kneidel werden jetzt jauchzen und frohlocken, wenn endlich Ende Juni der 4. Band der Berühre-mich-nicht-Reihe erscheint. Er heißt Zerbrich uns nicht und ist optisch genau wie Band 1 bis 3 in diesem Rautenmuster angelegt mit floralem Hintergrund, nenne ich es jetzt mal. Und es geht dabei um April und Gavin. Also Band 1 und 2 dreht sich ja um ein Pärchen und Band 3 und 4 dreht sich um ein anderes Pärchen. Liegen ja, glaube ich, auch fast 5 Jahre dazwischen, als sie die ersten beiden und dann jetzt 3 und 4 geschrieben hat. Nach 5 Jahren ist Gavin plötzlich zurück in Aprils Leben. Damals war er der Junge, an den sie ihr Herz verlor. Heute ist er der Mann, dem sie es ein zweites Mal geschenkt hat. April glaubte, mit Gavin endlich die Liebe gefunden zu haben, nach der sie sich sehnte. Doch was so perfekt schien, endete für sie erneut in Liebeskummer. Ihr bleibt keine andere Wahl, als ihre Gefühle für Gavin endgültig zu vergessen. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn unerwartet müssen die beiden für ein Projekt zusammenarbeiten. Und Gavins Anblick lässt Aprils verräterisches Herz immer noch viel zu schnell schlagen. Nur wie kann sie ihm verzeihen, wenn sie ihm nicht mehr vertraut? Der Carlsen Verlag bringt Ende Juni eine neue New Adult-Reihe auf den Markt von Elijah Greenwood. Der erste Band ist eine Enemies to Lovers Geschichte und ich liebe es einfach. Dementsprechend freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich sage das bei jedem Buch, es tut mir leid, aber die Liste ist diesmal echt lang und es sind viele, viele, viele Bücher dabei, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Es ist auch wieder eine TikTok-Sensation. Ich bin mal gespannt, ob es mich überzeugt oder ob ich wieder sage, ja, war wieder nur mehr Hype als alles andere. Als Evina Harper einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen, niemand hätte ihn je lesen sollen und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Evina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei und dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Evina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Ebenfalls am gleichen Tag bringt der Carlsen ein weiteres Buch heraus, auf das ich mich unglaublich freue, weil Band 1, ich glaube im Februar, mein Monatshighlight wurde. Band 1 hieß Court of Sun und Band 2 heißt jetzt Court of Moon. Sieht optisch auch wieder genauso wundervoll aus wie der erste Band, ist nur anstatt in Gelb in Blau gehalten. Und ich sag mal so, es ist eine Geschichte, die ein bisschen an Akuta erinnert, aber doch in vielen Bereichen nochmal anders ist. Aber für Fans der Reiche Sieben Höfe-Reihe ist es auf jeden Fall einen Blick wert. So, um was geht es in Band 2? Alles, was Bree zu wissen glaubte, hat sich in Schatten und Dunkelheit verloren. Sie ist zutiefst verletzt von Sebastians Verrat und wild entschlossen, ihre Stärke in sich selbst zu finden. Doch während am Hof des Mondes ein Bürgerkrieg tobt, weiß Bree weniger denn je, auf welcher Seite sie steht. Denn auch Finn hat in der Vergangenheit ihr Vertrauen missbraucht. Nur eines wird immer deutlicher. Vor einer Prophezeiung kann man nicht davonlaufen. Bree muss sich ihr stellen, ob sie will oder nicht, denn es ist nicht nur ihr eigenes Schicksal, das sie in Händen. Am gleichen Tag erscheint auch ein
weiteres Buch, bei dem ich Band 2 und Band 1, also Band 1 und Band 2, bereits gelesen habe. Es ist auch wieder ein Band, der quasi die Reihe abschließt. Und zwar spreche ich von Kingdom of the Wicked 3. Der heißt Die Göttin der Rache. Es geht wieder um Emilia und es geht wieder um ihre Zwillingsschwester und es geht wieder um die Fürsten der Sünden, also Fürst des Zorns und so weiter. Und ich liebe es. Ich bin ja kein Fan von so extrem totenköpfigen Totenköpfen. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber diese Reihe gefällt mir optisch trotzdem sehr, sehr gut, obwohl das Hauptaugenmerk des Covers ein Totenschädel ist. Ja, um was geht es aber in Band 3? Eine Liebe mächtiger als das Schicksal, das atemberaubende Finale der Kingdom of the Wicked Trilogie. Noch immer ist die junge Hexe Emilia in der Hölle und muss sich nun den Geistern ihrer Vergangenheit stellen. Sie hat herausgefunden, dass ihre eigene Schwester offenbar ganz und gar nicht die Person ist, für die sie sie gehalten hat. Inmitten von Hexen, Dämonen und Gestaltwandlern muss Emilia schnell mit der neuen Situation zurechtkommen, bevor sie in den Intrigen der sieben Kreise untergeht. Gleichzeitig sehnt sie sich danach, endlich Wrath, den verführerischen Fürsten des Zorns, ganz für sich zu erobern, mit Herz und Seele, doch kann der rätselhafte Dämon ihr geben, was sie sich wünscht. Die liebe Anna Woods bringt auch Ende Juni einen neuen Roman auf den Markt, wieder bei Everlove, und ich bin auch schon sehr gespannt. Es ist wieder so ein richtig schönes Cover, schlicht, aber trotzdem sehr aussagekräftig mit den Blüten, aber in einer sehr, sehr schlichten Farbe gehalten. Ich liebe es. Es ist die Geschichte von Holly und Scott und im Klappentext heißt es: Nach dem Tod ihrer Großmutter erfährt Holly, dass sie Teilerbin der Familienranch in Texas ist. Sie möchte diese verkaufen, doch der zweite Erbe ist ausgerechnet Scott, Erzfeind ihrer Jugend, und er hat andere Pläne. Er möchte die Ranch zu einer Wildtierauffangstation ausbauen. Holly lässt sich überzeugen und muss feststellen, dass aus dem frechen Jungen von damals ein sympathischer Mann geworden ist. Während der Renovierungsarbeiten kommen sich die beiden näher, doch ihre Pläne werden immer wieder durchkreuzt. Plötzlich steht alles auf dem Spiel, was sie sich aufgebaut haben. Am 29.06. kommt dann auch endlich der dritte Band der Mulberry Mansion-Reihe auf den Markt. No Longer Alone heißt Band 3. Und ja, ist genau wie Band 1 und 2 in einem schönen Pastellton gehalten. Ich habe die ersten beiden noch nicht gelesen, habe aber trotzdem jetzt Band 3 auf der Wunschliste, weil ich allgemein die Reihe sehr, sehr spannend finde und sie auch gerne lesen möchte. Und ich glaube, ja, hier steht Band 3 der New Adult-Reihe von Merit Niemeyer, der großen Entdeckung beim Lux Pitch. Also sie hat damals den Lux Pitch mit dieser Reihe gewonnen und das ist, glaube ich, ein Segen für den Verlag gewesen. Sie ist auch sehr, sehr sympathisch. Ich habe sie auf der Buchmesse in Frankfurt erlebt und sie kam sehr, sehr sympathisch rüber. Sagen wir es mal so. Willow und Maxton können unterschiedlicher nicht sein. Während die lebensfrohe Willow auf jede Party geht, verbringt der zurückhaltende Max lieber Zeit im Garten der Mulberry Mansion. Und doch sind aus den beiden Mitbewohnern schnell beste Freunde geworden. Für Willow ist es deshalb selbstverständlich, dass sie Max ihre Hilfe anbietet, als er auf Drängen seiner Familie versucht, in der berühmt-berüchtigten Studentenverbindung der Windsbury University aufgenommen zu werden. Dafür muss er 6 Herausforderungen meistern. 6 Herausforderungen in 6 Nächten, in denen Willow ganz neue Seiten an Max entdeckt und Gefühle, die sie eigentlich nie wieder für einen Mann zulassen wollte. Klingt sehr spannend. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das am 30.06. auch im Hause Lux erscheint. Beautiful Graves von meiner geliebten LJ Sheen. Sie schreibt sehr, sehr spicy, sehr, sehr überzogen, sehr, sehr klischeehaft. Und normal mag ich ja gar keine Klischees, aber bei ihr mag ich es einfach. Weil ich weiß, okay, das ist total unrealistisch, aber ich liebe es. Und das hier ist der erste Band oder ist es ein Einzelband? Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr düsteres Cover für ihren Geschmack, weil die Rosen so in Grau gehalten wurde und der Text in Grau gehalten wurde oder der Hintergrund in Grau gehalten wurde. Schauen wir mal, ne, was da noch wird. Aber ja, der Klappentext hat dafür mal wieder überzeugt. Für Evelyn ist es lieber auf den ersten Blick, als sie den attraktiven Joe im Spanienurlaub kennenlernt.
Noch nie hat sie eine so tiefe Verbindung zu jemandem gespürt, doch ihnen bleibt nur eine Nacht, bis Eva nach San Francisco zurückkehren muss. Die beiden versprechen, in Kontakt zu bleiben, aber ein schwerer Schicksalsschlag veranlasst sie, Joe aus ihrem Leben zu verbannen. Eva schmeißt das College, spricht mit ihrer Familie und zieht ans andere Ende des Landes. Dort schottet sie sich von allen ab, bis sie auf Dominic Graves trifft. Mit seiner Liebe bringt Dominic sie zurück ins Leben. Dennoch kann sie Joe einfach nicht vergessen und dann steht er plötzlich wieder vor ihr. Ja, das klingt doch sehr, sehr vielversprechend und ich finde, im Juni kommen wirklich unfassbar gute Bücher auf den Markt. Ist echt so. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der Bücher ihr auf eurer Wunschliste habt, für welches ihr euch interessiert oder welches euch so absolut gar nicht interessiert. Schreibt es in die Kommentare und das war's jetzt auch von mir. Das Video wird schon wieder unfassbar lang. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!